Hallo Linton und Jeff hier. Wir nehmen euch heute mit auf unsere Hoteltour. Ein paar Einblicke und ja, kommt einfach mit. So, hier ist die Rezeption. Rezeption, ne? Hallo. Wenn wir was brauchen hier, ne? Falls eine Karte verloren geht, was öfter passiert. Zu unserem Glück sind wir mit ganz vielen. Hier ist die Bar. Ne? Willst du an der Bar übernehmen? Dann? Sind wir leider nicht so oft, ne? Hier ist so eine kleine Area, wo wir ein bisschen chillen können, wo wir ein bisschen spielen Kaffee können. Trinken. Kaffee trinken, genau. Ja. Dann haben wir hier draußen eine schöne Ecke zum Essen. Hier ist das Media-Team. Einmal Hallo sagen. Hallo. 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 Ja. Hier sitzen sie alle, haben eine schöne Zeit. Ja. Der Ben, mal in die Kamera gucken. Mit Crejo und mit Frankie. Ben. Die machen hier alles. Mal in die Kamera gucken, haben eine kleine Hoteltour. Das ist der Ben. Wenn wir was brauchen, ist der erste Ansprechpartner mit Frankie und Crescio. Machst du gut. Danke. Ne? Das war's auch schon. Ihr macht das aber auch stark. danke, dir auch. Dann gehen wir hier in unseren Raum rein, wo wir immer essen. Mit der ganzen Mannschaft. Morgens, mittags und abends. Genau, hier ist der erste Tennis. Da hat schön Platz gesucht. Ne? Später wird gespielt. Und vorne das Buffet. Genau, hier sitzen die Spieler, da in der gemütlichen Ecke sitzt das Staff, Trainerteam, Physios und Ärzte. Dann geht's hier direkt weiter zu unseren Sachen, zu dem Raum von Ben, Frankie und Crejo. Ist jetzt dunkel hier, ne, aber glaube ich. Dann musst du hier rein, einmal durchkommen, am besten. Genau, hier sind die Nummern mit Tape draufgeschrieben und dann kommt jeder halt hin, nimmt sich seine Sachen. Wir nehmen uns eigentlich immer direkt alles mit, damit wir, keine Ahnung, ich glaube nur 3-4 Mal runter müssen. Genau, und wenn wir trainiert haben und die Sachen vollgeschwitzt und nass sind, dann schmeißen wir die hier einfach vorm Essen wieder in die Tonne rein und dann sind die nächsten Tag eigentlich schon wieder frisch, die ganzen Sachen. Dann gehen wir ins Weiter, hier links. Hier sind die Fahrräder, die E-Bikes, mit denen wir zum Training dann fahren. Genau, wie man sieht, es ist sehr ordentlich hier, also wirklich ordentlich. Das ist nicht nur das spezielle Bike, sondern auch der spezielle Platz, wo kein anderer stehen darf. Und keiner anfassen darf. Der Selke hat es halt mal probiert, sein Fahrrad zu stellen. Willst du auch deine Ecke vielleicht mal zeigen? Die da Linton, wo er sein Fahrrad Macht einfach Bock bei dem Wetter dann auch mit dem Fahrrad. Ja, mega. Da hinzufahren. Mega cool. So, hier dann gehen wir hier raus. Wir kommen halt, wie gesagt, hier runtergefahren mit den Fahrrädern und stellen die dann da halt ab und gehen dann hier eigentlich hoch direkt auf unsere Zimmer. Ja, hier stehen noch ein paar andere Fahrräder. Ich glaube, das ist von Ben. Der mag das Treten nicht ganz. Ja. Und hier spielen wir ab und zu. Genau. Ne? Ich hab da anscheinend mal gespielt. Ein paar Spieler spielen hier Tischtennis. Ich glaube, der Pool geht sogar bis rein in den Essensraum. Ja. Kannst sozusagen draußen und drinnen ein bisschen schwimmen, planschen, aber. Hier hast du noch Eisbecken davor? Genau, unsere Eistonnen, wenn wir vom Training wiederkommen, wo wir direkt reingehen, die schön kalt sind, damit wir dann wieder fit sind fürs nächste Training und für den nächsten Tag. Sagen wir mal zu den Physios. Genau, können wir machen. Da sitzen die Jungs schon. Am frühen Abend. Die Talente und Keinzi. Und die Talente und Keinzi? Keinzi, kannst du was kurz sagen, hier in deinem schönen Österreich, wo wir sind? Wo wir sind? Ja. Genau. In Eder. Ja. Super Hotel. In der Alm, am steinernen Meer. Genau. Schöne Berge. Super Lage, ne? Super Hotel. Dann gehen wir mal weiter. Hier ist die Füße. Dann gehen wir dahin weiter. Und man hört ihn schon. Man hört ihn schon, ne? In der Physio. Tagtäglich hier, ne? Und ja. Am meisten gehen wir einfach mal rein, ne? Stammgast. Hallo zusammen. Ne? Hallo. Wir machen hier eine Rundtour kurz. Eine kleine Roomtour. Das ist wie gesagt die Physio. Leg der Dejo. Ja. Aber die wichtigsten hier, was denn? Was willst du? Benno sitzt hier. Jetzt, mit jetzt Kamera, nicht? Mit Kamera. Okay. War das so einen anstrengenden Tag? Dann,
Genau. Oh, Selke, habe ich eine Frage gehabt. Wie der Herr Selke. Davy? Davy. Die meisten hier? Auch schon, ich warte eine halbe Stunde. Kriegen wir den bis morgen fit? Kriegen wir den? Was machen die Blasen? Kennen Sie die Blasen? Die Blasen machen Film? Nein. Hallo. Nee. Aber den Blasen geht's gut, oder? Das ist das Wichtigste. Wenn die, ja? Ja, wirklich. So eine anderthalb Stunden Kilo muss natürlich aufstehen. Ja, sonst mal ein, zwei Takte zum Hotel, so wie es dir gefällt, wie es dir generell hier im Trainingslager gefällt. Die Einheiten sind wirklich toll. Ja. Wir haben alles, was wir brauchen zum Arbeiten, deswegen Daumen hoch in die Runde. Ja. Auch mal lachen am späten Abend. Also dementsprechend nicht anfassen. Zeig noch mal deine Blase. Benno Schmitz, ja, können wir natürlich auch gerne machen. Ja. Benno, was machst du hier? Bist du auch zur Behandlung hier? Oder? Nee, ich genieße ja nur ein bisschen Zeit mit Davy. Ja. Ich mache ja keine Behandlung deswegen. Brauchst du nicht, ne? Blasen hast du auch nicht? Habe ich auch nicht. Können wir auch abfilmen. Nee, top. Ja. Schütze und was ja. Oder ist das eine Sauna hier? Nee, wo ist er denn? Der weiß uns. Nee, weiß ich auch nicht. Nimm mal nichts mit drauf. Ciao. Super Mitarbeit. Benno, ich komme gleich wieder. Das war die Physioabteilung. Dann haben wir hier noch einen kleinen, wenn du auf deine Behandlung noch warten musst, ein paar Minuten. Das ist der Wartebereich. Genau, der Wartebereich. Nee, weil im Trainingslager liegt der eine oder andere schon öfter mal auf der Liege. Ja. War schon sehr anstrengend. Vor allem in den ersten Tagen, ne? Genau. Es ein bisschen anstrengender ist. Und wenn du noch nicht dran bist, dann kannst du, wie gesagt, hier warten. Oder du machst es wie Benno und wartest drin. Ja. Überraschungsbesuch. Unser Zimmer? Ja. Aber wie gesagt. Unsers? Lass mal einen Überraschungsbesuch. Weiß ich nicht, unsers. Boah. Wir können ja. Okay, dann komm mal. Such doch mal einen, wen haben wir denn? Ja. Können wir da ins Zimmer gehen? Komm, Tiger, komm. El Poco. Ja. Ne? Hier ist, ich weiß gar nicht, wer hier ist. Klopf mal. Moin. Oh, der Herr Damian. Der Herr Damian ist hier im Zimmer. Haben wir doch Glück gehabt. Ja, das ist der Sages. Du bist im Zimmer mit Davy. Davy Selke, stimmt. Ja. Ja, sieht man hier mit dem Kinderbett, das ist von Davys Zimmer. Wir wollten uns mal euer Zimmer angucken. Ja, könnt ihr. Wie ihr so lebt hier im Trainingslager für wo du schläfst. Die nächsten Tage. Mal. Oh, das sieht aber gut aus. Mein großen Teil. Das sieht aber angenehm aus. Ja, super. Du guckst direkt auf die Kirche. Oh. Ja. Macht die ein Problem früh morgens? Nee, muss früh aufstehen. Ja. Ja. Die Glocke ist die. Ja, ist ein bisschen laut. Laut, ne? Ja. Ja. Aber von der Ordnung habt ihr es noch alles, ne? Okay, guck mal, ist noch Davy. Ja, sehr ordentlicher Typ, ne? So wie verwöhnt, man ihn kennt. Bisschen verwöhnt auch, ne? Ja. Wie man ihn kennt. Ja, so sehen so die Zimmer aus. Wie man sieht, ich glaube, bei jedem sind die Zimmer so, dass es ein großes Bett gibt. Und ich glaube, die meisten wollen nicht zu zweit da drin schlafen. Deswegen schläft meistens einer da, meistens der kleinere. Ne? Bei mir ist es auch. Und wir sind in einem Zimmer. Deswegen. Schlafe ich auch, genau wie sage es, auf dem kleineren Bett, was jetzt nicht so das Problem ist. Wie gesagt, ich glaube, die Glocke ist um 6 Uhr morgens schlimmer und dann jede halbe Stunde. Aber ja, mal schauen, es war jetzt eine Nacht. Vielleicht gewöhnt man sich ja irgendwie die nächsten Tage noch dran. Ja. So sehen die Zimmer aus und so sieht das Hotel hier aus. Sage es Dankeschön. Sage es danke. Gerne. Ja, das war das Hotel. So verbringen wir die nächsten Tage oder die nächste Woche sozusagen hier. Wird viel auf uns zukommen die nächsten Tage und ich glaube, wir haben die besten Möglichkeiten hier auch runterzukommen und uns gut zu fühlen oder wohl zu fühlen. Genau, ja, wie gesagt, Personal ist top, Essen ist auch super. Deswegen fühlen wir uns, glaube ich, alle ziemlich wohl und können uns voll und ganz auf Fußball konzentrieren.